Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, euch möchte ich heute hier für die PCs leider nur verfügbar. Es handelt sich hier um einen Schwerlastkran. Ja, es handelt sich um die Marke Kato NK750Y S-L. Ja, der Mod ist aus dem 19er. Ich vermute mal, dass er sogar noch älter ist, jedenfalls. Ja, ich finde es schon mal sehr interessant, das Ganze. Findet man hier in der eigenen Kategorie. So, hier haben wir das gute Stück. Hier steht noch Mitsubishi dabei. Ja, kostet hier 100.000 Euro, so jetzt hier zu sehen ist. Ja, und wir schauen uns das Ganze mal hier mal an. Ja. Wir haben hier Unterhalt am Tag 25 Euro, eine Leistung von 325 PS, entsprechend hier 239 kW stufenloses Getriebe, 300 Liter Kraftstofftank, 90 km/h, 60,3 Tonnen Eigengewicht hat das Ganze. Ja, Miete kostet das jetzt hier 5.100 Euro. Wir haben hier auch die Möglichkeit, jetzt schauen wir mal hier ran. Jetzt keine Rundumleuchte, das Ganze einmal hier mit Rundumleuchte. Schauen wir mal, hier oben ist auch noch eine Rundumleuchte. Die verschwindet auch, wie wir hier sehen. So, dann gibt es Motorisierung, ja, den 325 PS. Dann gibt es das Ganze für 330 PS, entsprechend hier 243 kW. Dann 355 PS, entsprechend hier 261 kW. Oder 360 PS, entsprechend hier 265 kW oder 400 PS, ja 294 kW oder ja 425 PS, entsprechend hier 313 kW. Dann noch 450 PS, entsprechend hier 331 kW oder 455 ja, PS, entsprechend hier 335 kW. So, was haben wir wieder von Anfang an. Dann gibt es hier noch also Kennzeichen. Ja, kann man keins wählen, sondern wir können es hier nehmen, hier von der Ukraine, BL, weiß ich genau, was das jetzt sein soll. Soll das Bulgarien sein oder was? Dann gibt es noch Russland. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen unscharf. Ja, wow, Wahnsinn. Oder KZ, keine Ahnung, was das sein soll. Oder kein Nummernschild. Wir können es mal so kaufen, mal. So. So, da haben wir das gute Stück schon mal da stehen. Ich habe es jetzt schon mal hier mal so aufgestellt, mal. Aber wir werden den jetzt mal Probe fahren. Gehen wir in die Innensicht mal rein. Das Tolle dran ist, wir können uns hier mit, also der links umschalten und die Maussteuerung können wir uns die Spiegel einstellen. Also nur nach innen und außen drehen, nicht nach oben unten. So, wie wir sehen. Ja, würde ich mal sagen. So, er passt optimal. Sehen wir hier, passt dann mit genauso. Rückfahrwarnton Hammer. Schauen, ob wir hier rumkommen. So. Zurückstoßen. Ja, wir haben hier nicht allzu viel Platz, würde ich mal sagen. So, dann haben wir hier noch diese Ansicht. Dann hier vorne der Haken. Und natürlich hier. Wir haben, hier läuft hier komischerweise, dass schon oben der Motor mitläuft. Und hier läuft. Sind wir jetzt hier, vordere Achse lenkt mit, das Ganze. Hupe. Wir haben hier leider keine Rundumleuchte jetzt drauf. Machen wir hier uns einen Speedtest. Also wie man sieht hier, der braucht lange, der übersteuert dann auch, der schiebt gerade rüber.
Ja, also für so zu fahren ist er ja auch nicht gedacht. Aber ich wollte mal schauen, wie er reagiert, weil das wollen wir ja alle gerne wieder wissen. Und ob man die 90 km/h erreichen. Ob da die Schranke das schon offen ist, bis ich rüberkomme. Nö. Jetzt erst. Wahnsinn. Ah, Hilfe, Hilfe. Bevor die Schranken wieder zugeht, bevor sie sich anders überlegen, schauen wir, dass wir auch rüberkommen. Also rückfahrlicht schon mal funktioniert. Warnblinker auch. Aber wir schauen uns das alles noch im Dunkeln an. Es ist schon wieder so ein Kreisel. 89. Ups, das war's. Ende im Gelände. So, wir schauen uns gleich bei den anderen das uns an. Jedenfalls, wir haben hier einen Radius zum Drehen und alles. Das ist schon extrem cool, die Leute jetzt nicht über den Haufen fahren. So, wir klappen den hier mal aus, machen hier an dieser Stelle dann auch unser Lichttest. Also mit X klappt man den ganzen hier mal aus, das sieht schon mal dazu aus. Dann haben wir obendrauf Spanngurte, da könnten wir Holzbalken oder irgendwas anderes noch mitnehmen. Also hier können wir einen ausblenden. Mit der linken Maustaste, wenn wir die Maus vorschieben, da können wir den hier so ausfahren. Mit der rechten Maustaste, wenn wir zurückziehen zu ein- oder vorschieben, kann man es ein- und ausfahren. Dann, wenn wir die rechte Maustaste nach rechts schieben, dann können wir den ausfahren. Jetzt muss man schauen, dass wir mal weiter wegkommen. Da haben wir also mehrere Stufen, wie wir sehen, wie wir den ausfahren können. Ja, cool wäre, wenn bei den Pack irgendwas dabei wäre, wo man dranhängen kann. Sowas wie Beispiel, so wie ein, Entschuldigung, ein Haar oder was, wo man Container oder irgendwie ranhängen, wo mit Spanngurtfunktion wäre. Das wäre echt cool. Dann mit der linken Maustaste gedrückt, wenn wir es nach links ziehen oder nach rechts, dann drehen wir das Ganze hin und her. So. Tappen wir mal rüber in den anderen. So, sind wir jetzt hier in der Ansicht schon mal drin. Starten wir mal, gehen wir aber erstmal in die Innenansicht mal rein. So, jetzt haben wir hier die Instrumente. Dann gehen wir in die andere Ansicht rein. Weil wir wollen ja hier diese. Und schauen mal, was passiert. Also, wie wir sehen, wenn jetzt die Maus, ich habe den mit Q angehängt. Da kann ich jetzt hier den Hänger raufziehen. Kann das jetzt rüberfahren? So als Abrissbirne. Warum fährt denn der jetzt da? Ach, den hat es weggedreht. Jetzt. Also, wie wir mal sehen, der Hänger wiegt ja nicht so viel. Aber trotzdem, durch die Kollision, was wir hier haben, weil hier
es ja keine Schnüre sind, sondern es ist wie ein Strich in der Landschaft. Für uns optische soll das jetzt einen Flaschenzug darstellen. So, sind wir jetzt so von der anderen Ansicht, das Ganze hier. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier an dieser Stelle unser Lichttest. Dass wir sehen, wie das Ganze natürlich im Dunkeln nachher ausschaut. Und umleuchten, wie wir sehen, funktionieren. Haben zwar, um ehrlich zu sein, keine große Reflexion. Blinker, wie wir sehen. Jetzt muss man erstmal die Rundumleuchte mal ausschalten. Haben wir hier Blinker, also Warnblinker, Blinker links. Da haben wir einen klitzekleinen Fehler, würde ich mal sagen, drin. Wenn wir sehen, also jetzt haben wir Blinker rechts aktiviert. Da haben wir hier die Reflexion im Boden auch auf der linken Seite. Also da ist ein Zuweisungsfehler drin. Jetzt mit Numbered 6, Numbered 5. Einmal F, zweimal, dreimal. Da haben wir hier hinten auf der Kabine das so her. So, gehen wir mal Innenansicht rein. Einmal F geschalten, zweimal, dreimal. Wow. Das ist, was oben drauf ist. Das ist das vierte Mal. Jetzt gehen wir mal die Kabine rein. Sind wir das jetzt so her? Das ist so her. Dieser Scheinwerfer, wo wir das gesehen haben, was dann in der Kabine nachher so hell ist. So, das ist von oben her. Jetzt sehen wir wieder in die Tagesansicht wieder rüber. Da sehen wir hier, wie die Achsen irgendwie so durchhängen, komischerweise. Aber egal. So, logmäßig hat es Gießen, er ist logfehlerfrei. Hier sehen wir auch, er ist logfehlerfrei. Hat halt einen Zuweisungsfehler hier für die Blinker, was also so her. Aber sonst ist er ja logfehlerfrei. Ich finde, so her ist ganz cool gemacht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt maximal ist. Also man kann mit Q hier vorne den Hänger an und abhängen. Das können wir ja mal runterlassen, so her, dass wir das sehen. So, jetzt habe ich den abgehängt. Jetzt hängen wir wieder an. So, und können das Ganze natürlich nach oben ziehen. Ich finde so, er ist recht sehr interessant. Es ist ein interessanter Mod, Herr, jedenfalls. Es gehört dann noch ein bisschen was dran gemacht. Dann wäre er ganz fehlerfrei. Er hat zwar keine Logfehler, aber er hat halt optischen Fehler halt her. Hupe. Ja, hat er die Standard-Quietschhupe drin. Ja, das eigentlich soweit, das war's das eigentlich. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut's doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.